Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Es heißt Attack on Titan Tribute Game und auf Japanisch heißt es Shingeki no Kyojin. Und mit dabei habe ich wieder den. Ja, den Hallo habe ich dabei. Und er heißt Dito eigentlich. Aber er heißt einfach jetzt Hallo, okay. Und ich habe wieder Timer vergessen. Und wie heißt es nochmal? Okay, ho. Oh. 7. Und das ist jetzt Passwort. Und wir sind zu stolz auf Passwort, weil es meinen Namen trägt. Nein, okay, wir sind nicht stolz auf meinen Namen. Wir sind scheiße auf meinen Namen. Ich muss hinsetzen. Und ich bin tot. Und es lag mal wieder, weil ich kacke bin. Dann tue ich mal Press 1. Dann nehme ich wieder meinen Lieblingscharakter. Okay, bitte. Okay. Libia, ja, sexy. Und wir haben vorhin Minecraft Skyblock aufgenommen. Eigentlich war das vor 38 Minuten. Und ja, wir sind so stolz auf unseren Namen. Auf Hallo und Sebi. Und Hallo nochmal. Und irgendwie hängt er beim Boden fest, ohne Grund. Ja, ich schau dir zu. Alle schauen wir dir zu. Ja, jetzt sehen wir seinen Super Charm. Und da war ein Titan eigentlich. Weißt du das? Was? Ja, man kann da T drücken. Ja, nein, T, oder? T und dann stirbt man von Selbstmord. Er hat keinen Bock mehr auf den Job. Game restart in 1 second. Und das bin ich. Und er ist auch Levi. Und ja. Okay, bei mir nicht so viel, weil ich die Serie nicht angucke, sondern eher den Manga lese. Not! Und ja, aber irgendwie mag ich eher die Serie mehr, aber weil mir nichts anderes übrig bleibt, lese ich den Manga. Alter, was ist denn los? Also ja, und die Steuerung, da muss man sich noch gewöhnen, Alter. Früher habe ich, was das ist, scheiße gespielt halt. Und das war nicht schön. Auf jeden Fall hat jeder gesagt, ich bin unnütze gestorben. Und dann habe ich gelernt, sie zu töten und zu hassen. Töten. Ganz einfache Technik gegen den Nacken. Und man muss gegen den Nacken schlagen, ne? Und ja, ich wurde gerade gegessen, weil es geleckt hat. Und jetzt sehen wir wieder Dito zu beim Superchamp. Beziehungsweise alias Daniel und sie wie halt. Und er ist gestorben. Oh. Ich hätte gedacht, du bist jetzt gerade gestorben, Mann. Das ist ja scheiße. Und wir haben noch einen Freund, der das spielt, aber er mag uns nicht mehr, glaube ich. Kuro? Ich weiß, wer Kuro Nico LPE X33 oder wie er auch immer bei YouTube heißt, kennt, dann seid ihr Freund. Er ist unser Freund und er mag uns alle ganz genau. Und so weiter. Wir sind stolz auf ihn. Okay, wir sind nicht stolz auf ihn, aber... Bist du stolz auf ihn? Okay, wir haben auch keine... Ich habe auch keine Ahnung. Und yeah. Also ja, wundert euch nicht, warum die Let's Plays alles so lange. Ich habe einen scheiß Computer und ihr denkt euch, warum nimmst du mit so einem scheiß Computer auf, obwohl du so scheiße bist? Ja, ich hatte Bock. Bock zu spielen und aufnehmen. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn man nicht aufnimmt, dann macht es keinen Spaß mehr. Voll der Reinfall, ey. Und wie geht's dir, Daniel? Es geht scheiße. Okay. Ja. Ja.
Okay, nein, fast so, die Information wollen wir alle nicht hören. Hey. Viel vom Platzen voll. Den, 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 den. Nein. Ja, sind eben ist los. Er hat es losgelassen. Ich drehe um. Ich schalte um voll. Ich schalte um. Rage Mode. Ja, wir fliegen durch die City. Tididididididid. Ja, ich habe den Titan gefunden. Er hat schwarze Haare, ein Bart und schaut wie ein. Ich weiß nicht mal, wie er ausschaut. Ein Desperado haben wir hier. Ohne Sombrio. Ja. Oder wie man es nennt. Sombrio, glaube ich. Ich habe keine. Hi Champ, nee, verfehlt. Und Mann, Alter, immer diese dummen Fails. Bei mir wird es auf jeden Fall viel öfters vorkommen, dass ich sterbe. Ist es ein. Er kämpft gerade gegen einen Abnormalen, glaube ich, oder? Abnormal? Es gibt viele Stufen von. Es gibt normale Titanen. Es gibt 5 Meter Titan, glaube ich. 10 Meter und 15 Meter Titan. Dann gibt es. Warte, wie heißen die nochmal? Die Abnormal, die gehen wie behinderte Kinder. Also ich habe nichts gegen Behinderte, aber die gehen halt komisch halt. Und dann gibt es noch Crawler, die sind Babys, aber brutal schnell. Ja, Crawler. Dann gibt es auch einen Mord, einen neuen Mord, da kämpfen gegen einen 60 Meter Titan, aber das speziell, wer kennt ihn? 60 Meter Titan, das schreibt in die Kommentare. Und das, aber der Mod, der leckt so brutal, man kann ihn fast gar nicht spielen, stimmt's? Ja, der kolossale Titan. Der ist richtig riesig und fett. Fett ist er. Und ich habe mir gedacht, was bist du so fett, Mann? Und dann hat Daniel gesagt, er hat auch Gefühle. Und ich habe gesagt, was fett. Und die Geschichte ist sowas von nicht wahr, ne? Also. Ja. Und er schlägt ganze Zeit daneben, Kannibalismus. Eigentlich ist das Spiel wie ein Kannibalismus-Spiel aufgebaut. Gibt's nicht, aber egal. Auf jeden Fall, die essen Menschenfleisch, obwohl sie fast wirklich wie Menschen. Obwohl die Titanen fast wirklich wie Menschen ausschauen. Da sieht man, Kannibalen sind böse. Und stark, wahrscheinlich. Und ja. Yeah. Und ich habe irgendeine Nachricht bekommen, was denn das? Achso, das ist mein Timer. Wir sehen nämlich, ich habe meistens kein Zeitgefühl und keine Ahnung. Er macht ganze Drehung und mir wird schlecht, Mann. Und er hat verfehlt. Er hat einfach abgelost, das. Oh, er ist tot. Kannibalismus auf höchster Stufe. Okay, jetzt kann ich auch wieder mitspielen. Next Round. Round 50. Round 5. Oh, meine Witze sind einfach nur scheiße. Also, komplett scheiße. Und unsere Stimmen hören sich auch scheiße an. Glaube ich. Ich bin ganz göttlich. Dun, 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 dun. Oha, ich hab's noch geschafft mit meinem Hyperspeed. Und. Ach ja, da kann ich nicht drauf machen. Ach ja, sorry wegen den Lags, Mann. Ich bin auch nur ein normaler Mensch. Oh, das bin ich zu hart. Und man kann ein Salto machen. Hui. Obwohl es nicht mal ein Trick ist, aber. Ah ne? Ach komm. Ach man, ich verstehe das Spiel nicht. Alter, komm! Ja, ich bin brutal schlecht in dem Spiel eigentlich. Obwohl ich gestern noch mit Dani gespielt habe. Und da war ich viel besser. Alter, was ist denn los? Okay, geht weiter.
Aber das liegt wahrscheinlich auf dem, wegen dem Aufnahmeprogramm, dass es so laggt. Weil ich auch noch Skype dazu und das sind dann drei Programme, die offen sind. Obwohl es nicht so ausschaut, als wäre es offen. Aber sonst könnten wir nicht reden. Oh nee, bitte. Aber wenigstens muss ich ein Kill hinlegen, bitte. Erwischt. Der wird es erwischt, mein Pinker. Aber vielleicht schaffe ich es ja. Alter, was ist los? Mann, ich hasse das voll. Ziehe. Kill. Was? Warum dreht es sich denn um? Little Stranger? Und ich bin tot, ich kann euch doch nichts zeigen. Was? Sorry, tut mir leid. Oder weiter? Ja. Bei Bleach ist, wer ist? Ich glaube Ichigo. Oder? Ja, okay, warte, Emo. Hm. Chat? Nein, nicht Chat. Es gibt, glaube ich, kein Emo bei Bleach. Ja. Wir werden für euch, nur für euch, es herausfinden. Voll. Aber es kann möglich sein. Aber ich glaube, es gibt ein Emo. Wo noch? Ja. Und bei Soul Eater? Glaub nicht, oder? Death the Kid! Death the Kid! Nein, nicht Death the Kid. Da gibt's, glaube ich, auch keinen. Nee, da gibt's keinen. Da gibt's auch keinen. Soul Eater und Bleach sind ganz okay. Aber Naruto, nee, das geht nicht. Bei Dragon Ball auch nicht. Bei One Piece? Nein, auch nicht. Zorro. Ah, aber trotzdem, es gibt schon ein paar Animes, wo es richtig behinderte Typen gibt. Also, das ist nicht zu übersehen. Ja. Ha? Ja. Nein, Eren ist der Beste. Er kann sich zu einem Titan verwandeln. Spoiler! Ich hab komische Geräusche drauf. Ja, Mann! Ja, hahaha! Gibt's bei Zelda überhaupt Demo-Kinder? Jetzt fangen wir mit Spiel an, mein Gott! Glaub nicht, oder? Außer Link. Link ist Nemo. Nein. Okay, nein. Okay, bei Spiele habe ich sehr selten Emo-Kinder gesehen. Oder Totgeweihte. I have no ammo. Ach ja, wegen dem Rauschen. Ich habe auch keine Ahnung, was das ist eigentlich. Oh, er ist gestorben. Naja, okay, dann... Dann sage ich mal, das war's für die Runde. Willst du noch was sagen? Okay. Okay. Ciao, Leute. Haut rein.